Bayern wechselt, das sagt Bale. Gareth Bale von Real Madrid zeigt sich bezüglich eines Wechsels zum FC Bayern München nicht abgeneigt. Mit diesem Club in Verbindung gebracht zu werden, ist für jeden eine Ehre. Stand jetzt bin ich aber Spieler von Real Madrid, sagte der Waliser der Sportbild. Der 28-Jährige hat in dieser Saison seinen Stammplatz verloren. Dank einer Ausstiegsklausel kann er für 500 Millionen Euro gehen. Eine unrealistische Summe für den deutschen Meister. Trotzdem glaubt Bale, dass eines Tages ein Club solche Summen für Transfers ausgeben würde. Ich bin sicher, dass die Preise in Zukunft noch weiter steigen werden. Darum glaube ich schon, dass irgendwann auch Beträge in dieser Größenordnung bezahlt werden. Rangnick ein Kandidat bei Arsenal. Ralf Rangnick steht auf der Kandidatenliste für die Nachfolge von Arsène Wenger beim FC Arsenal. Das berichtet Sky Sports. Der Sportdirektor von RB Leipzig hat demnach bei den Gunners einige Befürworter. So auch Jens Lehmann, der fast seit einem Jahr im Arsenal-Trainerstab steht. Arsenal-Chefscout Sven Mislintat gilt zudem als großer Rangnick-Bewunderer. In der Vergangenheit ließ Rangnick des Öfteren verlauten, dass er es sich gut vorstellen könne, einmal auf der Insel als Teammanager zu arbeiten. Für die englischen Buchmacher sind allerdings der ehemalige Barca-Coach Luis Enrique sowie Arsenals Ex-Kapitän Patrick Vieira und Mikel Arteta die aussichtsreichsten Kandidaten. Neuer WM-Zoff um Ibrahimovic. Der Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft Andreas Granqvist will von Zlatan Ibrahimovic rasche Klarheit über dessen Comeback-Pläne zur WM in Russland. Granqvist forderte Ibrahimovic auf, sich gegenüber Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson zu positionieren. Zlatan sollte Janne anrufen oder zumindest in den Medien erklären, was er wirklich will. Ibrahimovic war nach Schwedens Vorrunden aus bei der EM 2016 aus dem Nationalteam zurückgetreten. Zuletzt hatte er regelmäßig Anspielungen bezüglich einer möglichen Nationalmannschaftsrückkehr gemacht.